zwei Bühnen heute. Einmal die hier in der Rathausdiele und dann ist es Ihnen natürlich frei gelassen, hier im Rathaus das Ganze ein wenig zu erkunden. In vielen Räumen findet noch was statt. Die andere Bühne ist im Festsaal. Auch dort gibt es immer wieder Programm. Das geht ab 20.30 Uhr dort los. Ansonsten viel Spaß bei der dritten Nacht der Jugend im Rathaus. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Als erstes haben wir nämlich eine sehr interessante Kombo. Und zwar rund ums Tüdelband heißt das Ganze. Kinder der Kita Wohlersallee und Sternipark e.V. singen Lieder der Gebrüder Wolf und musikalisch begleitet von Bernhard. Und ich würde sagen, für die Kleinsten der Kleinen mal einen großen Applaus, damit die mutig auf die Bühne kommen. Viel Spaß! Jerome, stellt euch noch mal ganz kurz vor, oder stellt doch mal deine Combo vor. Ja, wir sind Jerome and the Unbelievers aus Hamburg. Wir waren auch schon mal hier 2006, das war auch schon sehr schön. Und wir sind eine neunköpfige Reggae-Combo mit vielen Einflüssen aus Jazz, Rock, Dancehall, Dub, Ska. Wir haben nicht viel Zeit, euch dieses ganze Spektrum hier heute zu zeigen, aber wir geben unser Bestes. Ich würde sagen, let's go. Viel Spaß mit Jerome and the Unbelievers. Und Esther Bejarano, 87 Jahre alt, KZ-Überlebende, herzlich willkommen natürlich. Da kann man auch mal applaudieren. Warum, mal ganz schülermäßig gefragt, warum macht das Parlament so eine Veranstaltung? Ich komme mal zurück, wer soll sonst so eine Veranstaltung machen? Ja, wir beschäftigen uns halt schon natürlich mit dem Thema, wie können wir das erinnern, wie können wir das bewahren, lebendig halten. Und da ist für uns ganz klar der erste Annäherungsversuch, wie gehen denn Jugendliche selbst damit um? Was passiert denn da? Was gibt es denn da für Formen auch? Und das sind ja meistens auch Mischformen. Wir haben hier Programmpunkte, die beschäftigen sich nur mit 1938, aber wir haben ja auch ganz viel, da wird was weiterentwickelt. So, da geht es um Rassismus, da geht es um Ausgrenzung, all dies. Und da zu schauen, was das beste Beispiel steht hier neben mir. Das ist wirklich ein Mix, nicht nur über die Generation, sondern quasi auch durch die Themen, wenn man das so sagen darf. Frau Bejarano, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mir wurde gesagt, Sie haben eine leichte Erkältung. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Keine leichte, eine ziemlich schwere. Oha, also nochmal extra Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Sie waren Teil des Mädchenorchesters in Auschwitz. Wie wichtig ist Musik gegen das Vergessen für die Bildung? Es ist überhaupt das Allerwichtigste. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass man mit Musik sehr viel erreichen kann. Und darum mache ich das auch heute noch, dass ich eben erinnere an das, was damals geschah. Und ich möchte gerne betonen, dass man wirklich mit nichts vergleichen kann, ja, was hier gemacht wurde, dass man verglichen hat mit anderen irgendwelchen Dingen, die nicht in Ordnung waren. Aber man muss eins wissen, dieser Hitlerfaschismus, den kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Wissenschaften. Frau Bejarano, wir sind uns sehr geehrt, dass Sie da sind. Sie treten auch gleich noch selber auf mit der Bejarano-Mikrofon nach
Zu viele Menschen schwiegen, ihr fragt nach meinem Namen, sie nennen mich Frieden. So, und jetzt kommt ein Stück der Ballettschule des Ballettzentrums John Neumeier. Und John Neumeier selbst sitzt hier heute auch im Publikum. Eine große Ehre, denn im Anschluss kommt auch noch das Bundesjugendballett mit einer Premiere. Dazu aber später mehr. Ich wurde auch gebeten, explizit nicht so viel zu sagen, da die Stücke doch für sich sprechen. Thank you.